meine Lieben, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute an diesem kalten, sonnigen Sonntag. Ja, ich weiß, es ist sonnig, aber fragt ihr euch das nicht auch? Ich frage mich das schon die ganze Zeit. Wo bleibt der Sommer und der Frühling? Und ha, die Temperaturen sind einfach nur im Keller. Das sollte jetzt eine Demonstration dafür sein. Aber heute habe ich ein Video, was euch bestimmt aufheitern wird. Und zwar gibt es nämlich heute ein Dupes-Video. Ich hatte euch ja vor längerer Zeit gefragt, ob ihr da Interesse daran hättet. Und weil das so viele wollten, mache ich das jetzt heute. Ich zeige euch also heute ganz, ganz viele günstigere Drogerieprodukte, die sozusagen Ersatzprodukte sind zu High-End-Produkten oder auch zu teureren Drogerieprodukten. Es sind ganz, ganz viele Dupes zu Essie-Nagellacken dabei. Außerdem zu Benefit Blushes. Ein MAC-Dupe ist auch dabei, ein Parfüm-Dupe und vieles mehr. Außerdem ist das Video heute auch eine Kooperation mit der lieben Nancy vom Kanal Mami Seelen hier auf YouTube. Das ist eine ganz, ganz liebe und süße und sympathische YouTuberin. Die macht ganz, ganz viele DM-Hauls, DM-Haul-Reviews, also alles, was das Mädchenherz begehrt quasi. Wenn ihr sie noch nicht kennt, dann guckt auf jeden Fall bei ihr vorbei. Ihr Link ist unten in der Infobox zu ihrem Video. Und sie zeigt euch auch ganz, ganz viele Dupes aus der Drogerie und vor allen Dingen auch MAC-Dupes. Also lohnt es sich auf alle Fälle vorbeizuschauen. Jetzt legen wir aber erstmal los mit meinen Dupes und ich wünsche euch viel Spaß. Und was kommt bei mir als Nagellack-Junkie natürlich als erstes? Ein Nagellack, natürlich. Von Essie, und zwar ist es die Farbe Bahama Mama. Hat man ja schon sehr viel von gehört. Und ich bin wirklich ziemlich stolz auf das Dupe, weil es noch ziemlich, ziemlich neu ist. Und zwar, tada, ist es von P2 aus dieser Just Dreamlike LE oder Just Dreamlike, wie auch immer. Die Farbe 030 Cassie's Passion. Ja, also guckt einfach nach der Zahl 030, das ist einfacher. Diese LE gibt es auch noch bis Ende April, also könnt ihr die jetzt noch erhalten. Und ihr seht, glaube ich schon, ne, die sehen sich wirklich total ähnlich hier in den Fläschchen. Und auch am Nagel, da sieht man echt überhaupt keinen Unterschied. Und die Deckkraft ist auch richtig, richtig gut, also ich habe einen Haar im Mund. Und dann zu einem Dupe, was mir sehr, sehr doll am Herzen liegt. Und zwar zu dem MAC Mineralized Skin Finish in der Farbe Soft and Gentle. Das ist wirklich extrem teuer, wenn man sich denkt, für ein Schminkprodukt, ich bin da irgendwie nicht mehr so der Typ für. Ich bin, glaube ich, zu geizig geworden mittlerweile mit teuren Schminkprodukten. Aber auf jeden Fall habe ich mich umso mehr gefreut, als ich jetzt in meiner Lidschattenkiste einen Dupe dazu gefunden habe. Und zwar habe ich wirklich einige Sachen geswatcht, aber eine Sache hat wirklich am allerbesten gepasst. Also wirklich, da sah man keinen Unterschied. Und zwar, tada, ihr seht es schon, ist es von Catrice ein Lidschatten und zwar in der Farbe 780 My Name is Pearl. Ich hatte das MAC-Produkt hier rechts an den Wangenknochen und den Lidschatten hatte ich hier links und man hat gar keinen Unterschied gesehen. Also egal in welchem Licht, ich habe mich überall gedreht und gewendet und draußen mit Spiegel und bla bla bla. Man hat nichts gemerkt, also von daher, ja, hallo Leute, kauft euch das. Also wenn ihr euch den nicht kauft und anstattdessen dann, dann bin ich sehr traurig um euer verschwendetes Geld. Und dann direkt noch ein zweites Nagellack-Dupe und zwar von Essie, die Farbe Lilacism. Das ist auch eine sehr, sehr beliebte Frühlingsfarbe, hat man schon 3000 Zilliarden Mal in DM-Hauls jetzt momentan gesehen. Also ich zumindest, aber ich gucke auch extrem viele DM-Hauls. Aber vielleicht habt ihr die ja auch schon so oft gesehen. Falls ja, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Und ich halte das Dupe auch schon dazu in der anderen Hand und zwar ist es von Essence, die Farbe 21, A Whisper of Spring. Genau, das sind die beiden Kollegen hier und ich meine, hallo, das sieht man ja schon direkt, ne, auf den ersten Blick, dass die sich total identisch sind. Und dann ein Parfüm-Dupe, wo ich mich auch so drüber freue. Und zwar erstmal hier das Original. Das ist von Lancôme, das Parfüm La Vie est Belle. Das habe ich jetzt zum Geburtstag geschenkt bekommen. Vielen, vielen lieben Dank nochmal an alle übrigens, die mir auf Twitter, Instagram und Facebook so lieb zum Geburtstag gratuliert haben. Ich hatte euch ja schon auf Instagram ein Foto von meinem Geburtstag gepostet. Ich poste euch da ja sowieso immer 1 Milliarde Fotos und Eindrücke aus meinem Leben. Also falls ihr mir da noch nicht folgt, könnt ihr das gerne tun. Aber jetzt nochmal zum Parfüm zurück. Und zwar ist es halt von Lancôme, das La Vie est Belle Parfüm. Sehr, sehr teuer, aber unglaublich gut und hält auch wirklich außergewöhnlich lange auf der Haut, was ich persönlich immer super wichtig finde. Aber dazu gibt es einen Dupe und zwar gibt es das bei Rossmann. Das ist nämlich das Parfüm La Rive Queen of Life. Das kostet bei Rossmann nur 7 Euro, also richtig, richtig geil und ich finde wirklich, man riecht keinen Unterschied. Das Einzige, was man jetzt sagen könnte, wenn man ganz speziell ist, ist, dass das noch so ein bisschen schwerer riecht sozusagen. Also das hier würde ich so als kleine Schwester bezeichnen, aber das ja, hält auf jeden Fall auch gut mit. Und bei diesem Dupe freue ich mich auch riesig, es euch zu zeigen. Ha, ich freue mich irgendwie bei allem, was ich euch zeige, weil, hallo, man spart so viel Geld dadurch und das ist doch einfach nur ha, ein Traum, oder? So viel Geld einfach mal zu sparen. Und zwar ist es hier ein Dupe zum Benefit Sugar Balm Blush. Das ist ein gemustertes Blush mit 4 verschiedenen Farben, aber generell ist es eigentlich eher so korallhaltig gehalten. Es riecht extrem geil, das tut das Dupe jetzt nicht, aber
man kann nicht alles haben, ne? Also, irgendwo muss man ein paar klitzekleine Abstriche machen und vom Aussehen ist es wirklich dasselbe. Und ich spreche von, tada, einem Dupe, was es jetzt nicht in der Drogerie gibt, was ihr aber online bestellen könnt. Ich verlinke euch das auch sehr gerne mal. Das ist jetzt von W7 hier, das The Honey Queen Blush. Ich meine, wenn man nicht ganz doof ist, sieht man ja auch schon vom Aussehen, ne, dass sich die beiden ziemlich ähneln und alleine diese Aufmachung hier erinnert ja sehr stark an Benefit. Aber wirklich, wenn ihr da auch mit dem Pinsel reingeht, dann seht ihr auf den Wangen keinen Unterschied. Und dann noch ein Nagellack-Dupe. Ich halte sie jetzt direkt so, weil die sind vielleicht schon ein bisschen bekannter. Vielleicht kennt ihr schon der ein oder andere. Und zwar von Essie einmal die Farbe Mint Candy Apple. War ja letztes Jahr super duper mega gehypt hier auf YouTube. Und als Dupe dann von Essence die Farbe 40 Play With My Mint. Genau. Dieser hier ist ein ganz, ganz kleines bisschen dunkler, aber ganz ehrlich, das sieht man auch nicht auf den Nägeln. Und dann noch eine zweite Variante und zwar auch ein Essie-Nagellack, die Farbe Romper Room. Und das Dupe dazu ist wirklich ein perfektes 100% Dupe. Man kann es nicht anders sagen. Das ist von P2 die Farbe 10 Little Princess. Und ja, wie ich schon gesagt habe, ne, da ist wirklich 100%ige Übereinstimmung. Ihr braucht da keine 8 Euro in einen Essie-Nagellack zu investieren. P2 tut es genauso gut. Und eine Premiere, es gibt auch einen MAC Lippenstift Dupe in diesem Video und zwar zu der Farbe Russian Red. Und ganz ehrlich, ihr fragt euch wahrscheinlich, warum habe ich diesen Lippenstift überhaupt? Ich trage doch eh nie rote Lippen. Ja, das war einfach mal so eine Hype-Verfallphase oder wie man es auch nennen soll, ne? Ihr kennt das vielleicht oder vielleicht auch nicht, vielleicht seid ihr klüger. Aber auf jeden Fall gibt es zu diesem Lippenstift einen Dupe aus der Drogerie und ich freue mich umso mehr, es euch jetzt zu präsentieren und zwar ist es von Maybelline aus der Color Drama Reihe. Die Farbe, das ist dieser Stift hier, wie ihr sehen könnt, also so ein bisschen Lipliner mäßig, aber wo ist die Farbe? Ah, 510 Red Essential, genau, das ist die Farbe und ganz ehrlich, man sieht 0,0 Unterschied. Und auch von der Haltbarkeit muss ich sagen, finde ich den, okay, noch besser würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ich finde den wirklich genauso gut, hier diesen Color Drama Lippenstift. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt es mir doch einfach mit einem Daumen nach oben, dann weiß ich, dass es euch gefallen hat und dass ich vielleicht noch einen zweiten Teil machen soll. Ich habe nämlich noch einige Schätze auf Lager. Und ihr müsst mir jetzt auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, welches Dupes-Produkt euch am allerbesten gefallen hat. Also was ihr euch am ehesten nachkaufen wollt oder aufschreiben werdet, was euch freut, dass ihr das jetzt wisst, dass es ein Dupes-Produkt dazu gibt. Oh mein Gott. Außerdem kommt ihr jetzt hier oben zu dem Video von der lieben Nancy. Schaut mal bei ihr vorbei und bestellt ihr viele liebe Grüße von mir. Und hier unten kommt ihr zu meinem letzten Video. Das waren 10 Tipps gegen Schwitzen. Jetzt perfekt für den Sommer und Frühling geeignet. Zeige ich euch, wie ihr Schweißflecken vermeiden könnt, welche Produkte wirklich helfen oder kläre einige Mythen auf. Alle Links findet ihr auch nochmal unten in der Infobox. Wir sehen uns dann wie immer am Mittwoch um 13:30. Ich habe mich gehauen. Um 13:30 sehen wir uns wieder. Ich kommt schon irgendwie nicht mehr klar. Ich glaube, ich muss jetzt mal gleich ein bisschen rausgehen und mich ein bisschen betätigen. Ich bin irgendwie ein bisschen aufgedreht, aber ja. Okay. Macht's gut. Tschüss.